Hallo, unser neuer Produkttest ist wirklich ein ganz ein spannender. Insgesamt werden nun vier digitale Bildbearbeiter getestet. Wie ihr seht, habe ich mir den Hofer als ersten hergenommen, um diesen zu testen, damit wir auch wirklich hier einen Test für euch machen, der vergleichbar ist. Haben wir jetzt immer die drei selben Fotos bestellt, die ihr hier auch oben seht. So können wir jetzt uns auch wirklich im Vergleich die Qualität von diesen vier unterschiedlichen Herstellern anschauen. So, ich habe bei Hofer jetzt die drei Fotos im Format 10x15 bestellt, habe die dann auch tatsächlich 5 Werktage später bekommen. Ihr seht, wie mir das zugeschickt worden ist. Ich habe auch gewählt, die Bezahlung per Einzug und war letztlich auch sehr zufrieden. Aber schauen wir uns jetzt mal die preisliche Gestaltung ein bisschen näher an. Hierzu habe ich jetzt auch wirklich so ein Schildchen verwendet. Viele von euch wird das vielleicht noch ein bisschen an die Politik erinnern, eines gewissen Herrn. Aber zu unserer Ausarbeitung. Also, ich habe drei Fotos im Format 10x15 bestellt. Schauen wir uns ein bisschen näher an. Habe dann tatsächlich auch wirklich drei Fotos im Format 10x15 bekommen. Die Fotos haben mich je 9 Cent gekostet. Das heißt, ich habe für diese drei Fotos insgesamt 0,27 € bezahlt. Der Versand hat ausgemacht 1,99. Das heißt, insgesamt habe ich jetzt für diese Fotos online, für die Online-Bestellung 2,26 € bezahlt. Ja, so viel zu Hofer. Schaut euch dann die Bewertung von mir an und schaut euch auch noch ganz genau im Anschluss Bieber an und macht hier einfach für euch den Vergleich.